Hallöle, da sind wir wieder und ich habe in der letzten Folge, nachdem ich aufgehört habe, habe ich noch ein bisschen weiter gebaut. Und das wäre zu langweilig gewesen, deswegen zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Lass mich doch mal raus hier. Ja. Und zwar habe ich das hier wieder aufgefüllt. Bis dort hinten hin. Und jetzt ist auch die Strömung weg. Es ist nicht mehr so gefährlich, falls mal ein Hund hineinfällt. Und ja, das war's eigentlich. Guten Tag. Ich wollte doch eigentlich schlafen gehen jetzt, weil es doch draußen wieder dunkel ist. Ja. Machen wir das doch gleich. Ja, ist ja fein, dass ihr auf mich wartet. Deswegen gibt es auch ein bisschen Gammelfleisch. Einmal. Hallo, mein Schatz, ey, das ist mein Liebes, die Welt kann sich sein. Ja. Und schon wieder so ein Bogenmann. Da auch noch einen Bogen verloren, ne? So, den bringen wir erstmal weg. Ins Haus der Begegnung. Weil so viele kaputte Sachen brauchen wir nicht immer transportieren. Kommt in die Kiste zur Reparatur. Man noch Bogen. Nee. Doch. 34,70. So. Wo ist die Kiste? Zur Werkbank da. Ja, dann sollten wir sie aber auch mitnehmen. 34,70. Dann müsste der fast neu sein. Naja, fast neues übertrieben, aber sieht schon ein bisschen besser aus. So, dann Sachen los, wenn Eier brauchen wir nicht. Andere Sachen können wir auch wieder einfach wegpacken. Erde und die Steine packen wir auch erstmal weg. Weil wir jetzt mal was anderes machen werden, anstatt so langweilige Arbeiten wie... Moment. Doch. Eine kleine Wanderung machen. Ist doch irgendwo eine Höhle suchen, die wir noch nicht kennen. Wird ja mal Zeit, dass wir mal wieder eine Höhlentour machen. Und da will ich mich schon mal ein bisschen ausrüsten. Was haben wir denn hier? Ein paar Sachen, die noch was aushalten. Schaufeln könnten wir noch brauchen. Die hält nicht mehr lange. Knochen kann weg. Jo, dann basteln wir noch ein paar Schaufeln. Und zwar zwei Stück. Nach rüber. Zwei Stück. Brauchen wir noch eine Axt? Eher nicht. Wir wollen schon mal ein Bett bauen. Unterwegs. Was brauchen wir denn noch? Ja, vielleicht ein bisschen mehr zu essen. Das können wir mal wegpacken. Und dann nehmen wir uns mal Hühnchen mit. Moment. Und die Hunde nehmen wir mit, deswegen wir mal Hundefutter auch mitnehmen. Schilder können hier bleiben, die brauchen wir da ganz bestimmt nicht. Moment, ich will auch noch ein paar Holz mitnehmen. Und eine Werkbank. Ofen, wir brauchen nicht. Fackeln. Mitnehmen.
Das reicht auf jeden Fall. Ja, wir müssen ohne schlafen, wenn es geht. Ja, geht. So. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh, ja, hier ist wieder ein Fackelumzug. Stört uns aber nicht besonders. Was hat er kaputt gemacht? Muss ich erstmal schauen, was jetzt geknallt. Ach hier, das ist nicht so schlimm. Schieß einfach hier auf meinen Hund. Darf ja wohl nicht wahr sein hier. Das Ohr muss auch nicht demnächst repariert werden. Das war ein Delfin. So, gehen wir mal am Dorf vorbei und können mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Ein bisschen gehen weiter westwärts, da wo wir noch nicht waren. Schauen, ob wir welche Wissenschaftler sehen, hier rumlaufen? Ne, sehen wir nicht. Ich bin schon wieder gegen Kaktus gelaufen. Mann. Einfach mal diese Richtung weiter. Weil unterm Dorf haben wir ja auch eine Höhle, aber die kennen wir schon. Jetzt Richtung, eher Richtung Süden. Oh, warum nicht? Da waren wir noch nicht. Das war nicht für warm Duscher, sondern für warm Bader. Vorsichtig umschauen. Scheint auch irgendwie das Ende hier zu sein. Das wäre aber interessant. Aha. Drüben sieht es aus wie eine Schankegrenze. Da können wir rüber schwimmen. Das ist nicht so weit, das schaffen die Hunde auch. Zu dem Berg oder zu dem Flachen? Mal schauen wir uns erstmal auf den flachen Bereich an. Ja,
dann taucht schon wieder so ein Turm auf. Hat man dann gar keine Ruhe vor solchen Sachen. Was mit den Hunden? Drei haben es geschafft, wahrscheinlich der Kleine nicht. Das ist hier wieder mal typisch. Ja, auf alle Fälle 1,17er Biotop oder Biom. Eine Menge Schafe. Und den Turm lassen wir erstmal da liegen. Ja, dann werden wir doch uns mal bei dem Berg hier umschauen. Wenn er nämlich so hoch ist, dann bedeutet das, dass wir auch Smaragde finden können. Obwohl wir die überhaupt nicht gebrauchen können. Na ja, gut, wir sagen nicht nein, wenn wir die finden. Aber ansonsten, so interessant sind wir noch wieder nicht. Und mal schauen, wie heißt das Biot? Extreme Berge. Okay. Dann können wir doch mal jetzt mal einen Weg reinschaufeln. Es ist ja auch schon wieder Nachmittag. Ach, da können wir eigentlich mal einen anderen Schäder ausprobieren. Wo haben wir den denn? Den hier mal. Das Licht sieht gleich ganz anders aus. Aber das soll ja nicht hinderlich sein. Reicht jetzt, glaube ich. Genau, jetzt müssen wir mal zur Seite ausbauen. Ach, ja. Kommt erstmal. Fleischchen, genau. Zwei Öfen. Einer, zwei. Dann brauchen wir noch Platz zum Schlafen. Das wird dann passen. Und dann werden wir noch mal gleich eine Tür basteln. Na ja, das Bett. Wollte doch gleich dahin stellen. Ja. Wunderbar. Genau, und hier an der Seite werden wir mal schauen, dass wir hier nach unten kommen. Toll. Ich hasse Wasser in Höhlen. Also mal schauen. Das ist ein ganzer See hier. Okay. Das bedeutet, wir können es nicht so leicht verstopfen. Wie viel Erde haben wir denn noch? 27. Sie irgendwie dicht zu machen. Ja, das wird nicht reichen. Naja, du musst noch Steine auch noch zunehmen.
So. Und jetzt alles drin gewesen. Nichts Neues, dass die Hundenummer nur zwischen den Beinen rumlaufen. Ja, irgendwas muss ja auch real an dem Spiel sein. Das war aber schon ein gutes. Gut als Ausgangs. Oder Starthöhle zum Runtergraben. Können wir auch mal gleich reinschmeißen. Ja, mal gucken, was der Schädel dann für Bugs hat. Schade, ich dachte, ich würde gleich in die Höhle kommen, aber war nix. Aber gerade so hohe Berge, wo es auch Smaragde gibt. Meistens von Höhlen durchzogen. Ja. Juhu. Und versuchen wir es einfach mal seitwärts. Wenn die Hunde der Meinung sind, dass man hier abbiegen muss. Na, Pustekuchen. Ja, und zuletzt hat mir der Ju mit den vielen U's geschrieben, dass ich vielleicht ein Schiff bauen könnte und bei der Bar das Akazienholz mit Tropenholz mischen könnte. Das wäre eine gute. Das würde gut harmonieren, hat er gesagt. Ich werde es mal ausprobieren. Das mit dem Schiff kann aber länger dauern. Weil ich dazu auch erstmal einen Hafen brauchte. Und den müsste ich auch erst noch anlegen. Und sowas haben wir nämlich noch nicht. Und das ist alles ein bisschen viel, wenn man das alles alleine macht. Weil ich ja auch noch ein reales Leben habe. Und es sind ja auch noch so viele Sachen, die liegen geblieben sind. Die Stadt muss noch vergrößert werden. Dann muss noch das Pressezentrum bzw. die Forschungsanstalt fertig gebaut werden. Und die Bar ist ja auch noch nicht fertig. Und dann, wenn die Stadt vergrößert wird, dann kommen dann noch ein paar Häuser dazu, damit noch ein paar Bewohner dazukommen und Wissenschaftler. Und dass wir noch keine richtige Höhle gefunden haben, das ärgert mich aber. Aber das schaffen wir auch noch.
Immer diese Hunde. Deswegen werde ich für sie noch ein schönes Plätzchen hier anlegen. So. Und ja, auch noch weiter nach oben. So, wo machen wir das denn? Noch einer sitzt schon. Der zweite sitzt auch. Fehlt nur noch der dritte. Das ist auf alle Fälle ein Schäder, der ganz bestimmt im Neta nicht zu gebrauchen ist. Zwar schöne Leuchteffekte, aber im Neta, nee, da geht das nicht. So, müssen wir mal gucken. Der eine Hund ist, glaube ich, unten geblieben. Hier plätschert es schon wieder. Normalerweise stoße ich immer auf diesen Art beim Runterbuddeln auf eine Höhle. Hier ist aber gar nichts. Muss ich sagen, es gefällt mir nicht. Wir werden uns aber trotzdem zur 12 oder 11 runterbuddeln. Oh, da finden wir doch noch was. Wunderbar. Dann gehen wir trotzdem erstmal nach oben. Vielleicht noch ein bisschen aufs Ohr hauen. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal und bonne nuit.